Einen schönen guten Abend. Ich glaube, wir sind alle überrascht. Ich gebe zu, dass ich nicht damit gerechnet habe, dass heute schon die Wahl fällt und hatte mich auf Donnerstag eingestellt. Aber es ist auch ein gutes Zeichen, dass die Kardinäle sich offensichtlich schneller einig geworden sind, als wir ihnen das zugetraut hätten. Ich persönlich habe immer damit gerechnet, dass ein Mann aus Lateinamerika der neue Papst wird. Ich hatte schon bei der letzten Papstwahl ja gesagt und habe diesmal auch mit gerechnet. Und zwar, ich sage es ganz offen, weil wir einen eindeutigen Schwerpunkt der katholischen Kirche in Lateinamerika haben. Wir haben dort überzeugende und hervorragende Bischöfe und Kardinäle. Und ich habe mich immer gefragt, warum soll dieses Land nicht tatsächlich auch den Papst stellen, zumal natürlich, dass auch wir eine lebendige katholische Kirche dort erleben. Insofern bin ich sehr angetan von der Wahl des Erzbischofs Buenos Aires, auch wenn ich zunächst angesichts seines Alters von 67 Jahren eher mal an einen Jüngeren gedacht hätte. Aber wir wissen, und das ist sicher, er war beim letzten Konklave durchaus schon einer der Favoriten. Und ich möchte sagen, 8 Jahre später ist nun er zum Papst und Oberhaupt der katholischen Kirche gewählt worden. Er selber hat eine breite Bildung. Er hat eben vor Theologie eben auch Naturwissenschaft, Chemie studiert. Das heißt, es zeichnet ihn aus, dass er sich auch in dieser Welt auskennt und darum weiß. Er ist Jesuit und hat damit auch die ganze ästhetische und intensive Bildung und Ausbildung des Jesuitenordens genossen. Und ich gebe zu, ein Überraschungspunkt war dabei, dass er als Jesuit sich den Namen Franziskus wählt. Franz von Assisi ist einer der unserer belebtesten, berühmtesten und beliebtesten Heiligen. Er hat noch nie den Namen für einen Papst abgegeben, aber Franz von Assisi ist ein Programm. Denn Franz von Assisi ist der, der sich abwandte von dem Machtgefüge der damaligen Kirche, der sich abwandte vom Wohlstand, der einfach in der Nachfolge Jesu Christi schlicht Jesus nachahmen und nachleben wollte. Und ich glaube, das ist Programm für den neuen Papst. Er hat ja bereits in seiner Tätigkeit in Argentinien gezeigt, dass er sich den Armen zuwendet, dass er die Not der Situation kennt, ja, dass er sich bemüht, möglichst arm zu leben und deswegen etwa auch öffentliche Verkehrsmittel benutzt hat. Das ist, ich gebe zu, nicht selbstverständlich, gerade wenn man unter Termindruck steht, aber es ist ein Zeichen des neuen Papstes. Er ist bei den Menschen, will bei den Menschen sein und er macht das mit diesem ganz schlichten Ausdruck, dass er sich Franziskus nennt, auch für uns alle deutlich. Ich meine, das ist ein Zeichen, das in die Zukunft führt. Auch wie er jetzt auftrat, darum habe ich noch ein bisschen gewartet, ich wollte im Fernsehen sehen, er kam ohne Mozzetta, er kam nicht ohne Stola, schlicht im weißen Gewand des Papstes, im schlichten Kreuz, um zu zeigen, ich bin hier euch möglichst nahe. Dass er noch nicht viele Worte fand, kann ich sehr gut nachvollziehen, denn das ist ja eine gewaltige Aufgabe, die auf einen Mann mit 76 Jahren zukommt, aber mit Erfahrung mit. Erfahrung aus Argentinien, aus der Diözese, als Erzbischof und Weihbischof, Erfahrung als Vorsitzender der argentinischen Bischofskonferenz, und das ist für mich auch etwas ausgesprochen Wertvolles. Und er hat dann, nachdem er sich für die Theologie entschieden hatte und Jesuit geworden war, dann auch nochmal sein Studium vertieft und war dann auch in Deutschland. Das heißt, wir haben einen Papst, der die deutsche Sprache kennt, einen Papst, der Deutschland kennt aus eigener Erfahrung und der damit natürlich auch für uns spontan ein offenes Herz und einen klaren Blick hat. Ich persönlich bin sehr angetan von dieser Wahl und spüre dahinter eindeutig ein Zeichen des Heiligen Geistes, der uns zeigen will, wohin die Zukunft der Kirche geht. Und ich bin überzeugt, wir haben ja einen Mann, mit dem wir den Blick in die Zukunft richten, in die Zukunft einer pilgernden, einer hörenden, einer dienenden und demütigen Kirche. Und dieses Zeugnis, das braucht die Welt von heute. Und darum freue ich mich auf meine erste Begegnung, auch mit diesem neuen Papst. Gibt es weitere Fragen? Was man bisher gehört hat, gilt er nicht gerade als großer Kommunikator. Könnte das ein Problem werden? Klar, es ist natürlich ein Papst Johannes Paul, der wirklich der große Kommunikator war. Ein Papst Benedikt, der durch seine großartige Theologie die Menschen überzeugt hat. Nach ihm ist es gar nicht leicht, ein eigenes Profil zu entwickeln und entfalten. Aber ich glaube, gerade seine Schlichtheit und seine Demut und seine Bereitschaft, bei den Menschen zu sein, den Menschen zuzugehen, das wird ihm die Worte geben,
die ihn zu den Menschen führen, und er wird damit der Papst sein, der den Menschen nahe ist. Davon bin ich überzeugt.